Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Minecraft Infinite World. So, wir haben in der letzten Folge unser ME10 Port, MEIO, Entschuldigung, Port, hingebaut. Ich könnte es eigentlich auch hier in die Mitte stellen. Das wäre, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. War auch cool. So, ich habe hier noch ein paar 1K-Disketten gefunden. Wir machen jetzt mal hier alle Disketten so ziemlich zueinander. Weil wir werden natürlich auch gleich weitermachen mit unseren großen Disketten. Die dürften ja jetzt soweit schon fast gebaut sein. So. Ich möchte allerdings noch ein bisschen austesten. Hier sind 64 drin. Hier sind noch 4K drin. Die nehmen wir raus. Weil jetzt halt machen wir ein bisschen die 4K-Disketten leer. Und gucken mal, wie weit. Ja, es wird schon rot hier. Wie weit wir damit kommen. So, aber zuallererst wollen wir natürlich den hier bauen. So, um den hier zu bauen, müssen wir das hier bauen. Um das hier zu bauen, also davon brauchen wir brauchen immer drei Stück. Außer das hier, das brauchen wir nur einmal. Das heißt, davon brauchen wir drei. Davon brauchen wir drei. Davon drei. Davon haben wir. Das heißt, 1, 2, 3. Erstmal so. 4, 5, 6. Da fehlt eins. Hä? Wieso fehlt das? Ich habe das doch in Auftrag gegeben. Ah, wir haben keine Logic-Prozessoren mehr. Ah, immer irgendeine Kleinigkeit, die fehlt. So, was fehlt uns hier? Hier fehlt uns Silikon und Redstone. Machen wir einmal voll mit Silikon. Mit Redstone meine ich. So, dann kann das gleich weiterarbeiten. Ein bisschen Silikon brauchen wir auch noch. Ein bisschen viel. So. Gut. Ich könnte es ja automatisieren, aber ich will. Man könnte es über eine Deep Storage automatisieren. Da ist ja die Möglichkeit zu sagen, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich jetzt falsch bin. Ne, hier nicht. Oh, aber was waren das? ME Interface? Über irgendwas war ja die Möglichkeit zu sagen, nicht mehr als 9000 und dann ist Schluss. Ne? Gibt's ja. Okay, wir können also doch nicht weitermachen, so wie ich das geplant hatte. Vielleicht können wir ja eins noch machen. Eins würde ja schon reichen. Komm. Danke. So. Also was ist eins würde reichen? Reicht ja nicht, aber egal. So. Dann können wir aber zumindest das hier schon mal machen. Einmal. Zweimal. So, brauchen wir natürlich nochmal. Also wir brauchen jede Menge davon. In der Zeit können wir ja hier noch ein bisschen Disketten leer machen. Gucken wir mal hier durch. Hier ist noch eine 4K. Das sind alles 64er. Okay, komm, dann machen wir hier. Fangen wir an mit den ganzen 64er. Was ist hier? 64, 64. Okay, hier ist keine 64 mehr drin. Was ist das? 16er. 16er müssen auch weg. So, dann können wir hier nochmal die ganzen 64er reinmachen. Dann habe ich doch noch eine 64, habe ich gesehen, habe ich noch hier drin, genau. Danke. So. Hier sind auch 4K drin. Das heißt, hier kommt auch 64 rein. So. 64 alles. Hier ist 64er drin. Hier sind wieder keine 64er drin. So, warte mal, die 16er mache ich mal hier rein.
So, hier sind aber noch 64. Okay. Gut, dann erstmal die hier. Die hier raus. Die hier rein. Wir lutschen jetzt das ganze System einfach mal leer. Ach so, da fällt mir ein. Die hier wollten wir noch mit reinmachen. Komm, weg mit erstmal. So, die sind leer, die sind noch voll. So, jetzt muss ich gucken. Die ist leer, die ist voll, 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 leer, voll, voll. Okay. Gut, damit habe ich alle leer. Ja, es wird schon ein bisschen voller. Es wird rot. Aber es macht nichts, weil das ist ja Sinn und Zweck des Ganzen. Das sind alles noch 64er. Das ist eine 64er und das sind dann schon die großen. Weg mit. So, rein. So. Wichtig ist, dass das ganze Zeug hier einmal leer gelutscht wird. Weil was will ich denn mit den ganzen kleinen? So. Halt. Cool. Sieht ein bisschen leerer aus als zuvor, aber hat alles einen guten Zweck. Das heißt, wir kriegen hier, die sind jetzt auch schon, ne, warte mal, die machen wir dann hier oben hin. Die sind schon orange. So. Die ganzen ME-Drives, die füllen sich dann jetzt. Das müssen wir dann heute aber abgeschlossen kriegen, weil sonst haben wir ein kleines Problem. Wir könnten natürlich auch einfach sehr viele von den 256 Kamen machen, aber ich möchte auf jeden Fall eine von den ganz großen haben. Das wäre schon ein geiles Ziel. So. Die hätten wir da. Die hätten wir ehrlich da, okay. Die haben wir noch nicht. Also wir brauchen. Ich hör jetzt, hör doch mal auf. Okay. Also wir hätten diese Stufe, hätten wir da. Uns fehlt nur noch einmal eine von den 1024er. Hä? Kann das sein? Das kann doch gar nicht sein. Dafür brauchen wir. Ne, die haben wir nicht da. Davon fehlen uns noch drei. Hab's doch eben gedacht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Uns fehlt nur noch die hier. Das heißt, kannst du dich jetzt mal beruhigen? Was ist denn los mit dir? 64K. Wie viel können wir machen? Ich brauche drei Stück. Erstmal. Auch mehr, ich weiß, aber erstmal drei ist in Ordnung. Will ja das Ding nicht gleich überstrapazieren. So, eine, zwei und drei. Die haben wir. Das heißt, wir können den hier machen. Okay. Dann muss ich jetzt mal gucken. K. Haben wir gar nichts mehr. Okay. Den brauchen wir noch zweimal. Das heißt, wir brauchen noch mal sechs Stück. Okay, cool, das kann man machen. Das akzeptiert das sogar. Jetzt haben wir doch wieder jede Menge Zeug von dem. Dann können wir uns den hier schon mal machen. Das ist ganz gut. Davon brauchen wir aber auch noch mal drei, ne? Okay, langsam geht's. Es geht langsam voran, ne? Aber es geht voran, so. Dann können wir uns jetzt erstmal einmal den hier machen. So, dann haben wir schon mal das.
Einmal. Das ist immer, wir hatten doch noch ein K. Ach, KME. Moment. KME. Ah, davon haben wir noch zwei. Sind das die nicht? Nee, das sind die hier. Gott, die sehen so gleich aus. Geil. Dann können wir uns schon mal eine davon machen. Das ist ja cool. So. Dann brauchen wir Gen 10 jetzt. Wie viel? 149 fehlen uns. Dann gehen vielleicht, warte mal. 5. Ehrlich. 4. 3 gehen. 3 gehen auf jeden Fall. Lass ich nochmal 3 machen. Dass es nicht so argig lang dauert. Guck mal, im Endeffekt ist das Crafting-Rezept von denen immer das gleiche. Immer. So. 3 Stück für 1. 6, also 9 Stück brauchen wir von denen. Nochmal, um davon zu machen. Uiuiui. Ist überhaupt nicht kompliziert. Sieht bloß so aus. Ich stelle mich einfach bloß kompliziert an. Und warum automatisieren wir das Ganze nicht gleich? Das ist eine sehr gute Frage. Die werde ich gerne beantworten. Und zwar gehen wir dazu einmal nach unten. Das ist ja witzig. Wieso automatisieren wir das Ganze nicht gleich? Genau. So. Um die hier zu machen, brauchen wir das hier. Dankeschön. Um die hier zu machen, brauchen wir die hier. Dankeschön. Um die hier zu machen, halt, das ist das Falsche. Die hier zu machen, haben wir noch nichts. Okay. Das heißt aber, zumindest können wir das hier schon mal reinmachen. Also wir haben das, das. Jetzt fehlt uns noch das. Dazu brauchen wir das, dazu brauchen wir das. Uns fehlt auf gut Deutsch gerade ein, also dreimal der hier. Das heißt, wir brauchen noch zwei von den 256er. Das heißt, wir brauchen 6 davon. Okay. Das müsste doch eigentlich machbar sein. 64k. Komm, mach mir nochmal 3. Du kannst das. Ich weiß, dass du es kannst. Komm, wegen 2. Wegen einem. Jetzt mach es. Danke. So. Genau. Wir brauchen das hier. So. Die haben wir. Die machen wir mal zur Seite. Das haben wir jetzt noch nicht drin, oder? Also das haben wir noch nicht drin. 256, 1024. Den haben wir noch nicht. Ach ja, ach ja. So, noch einmal. So. Ich habe gerade absolut mega Denkfehler. Ich habe das Gefühl, ich stehe gerade total im Wald. So. Wir haben die hier. Wir brauchen das. Das haben wir noch nicht, ne? 256 und die 1000er. Das sind die hier. Wir wollen die hier machen. Gut, dann war das richtig. Für die hier brauchen wir das. Genau, dann können wir die hier herstellen. So, jetzt können wir automatisch die großen herstellen. Genau, jetzt brauche ich nochmal. Genau, jetzt kann ich, da wir da schon eins davon haben, kann man jetzt das machen. Und dann können wir die ganz großen automatisieren. So, jetzt haben wir es. Hat ein bisschen länger gedauert. So, jetzt können wir sagen, hier, machen wir es so. Und craften
können wir das dann auch, wenn wir die dann haben. Wir brauchen eine davon. Eine einzige brauchen wir. Wie sieht's aus? Wir brauchen 1204 mal die Logic-Prozessoren. Okay, das kann ein bisschen dauern. So, dann müssen wir ein bisschen warten. Was wir jetzt machen könnten, ist, wir könnten das Ganze jetzt so umstellen, dass da mehr von rauskommen. Card. Wir machen mal hier noch eine Karte rein. Dann geht es noch schneller. Nicht viel schneller, aber noch schneller. Und dann können wir kurz warten, bis es läuft. Hier wird noch Silikon gepresst, hier auch. Wieso sind denn hier so viele Viecher? Vor allen Dingen, wo? Hier oben drüber? Ich habe keinen Stuff mehr. Hier ist irgendwo ein Vieh. Vielleicht unten drunter oder oben drüber. Ich weiß es nicht, aber ist mir egal. Es wird verhungern, das reicht mir. So, jetzt gehen wir nochmal pofen. Und wenn wir dann pofen waren, dann können wir die noch nicht herstellen, aber wir können schon mal drauf warten. So. Da ich jetzt nicht fertig geworden bin, so wie ich mir das vorgestellt habe, gehen wir jetzt mal ganz kurz hin, nehmen die hier wieder raus, machen die hier rein. Und nehmen mal hier die ganzen 4K raus. Weil ich bin nämlich jetzt einige Tage nicht da. Und möchte nicht, dass mein ME-System dann voll läuft und nichts mehr funktioniert. Deswegen gehen wir mal auf Nummer sicher. Na komm. Und machen mal so, dass ich das nicht, ne? Wisst ihr Bescheid? Dass das nicht voll läuft. Ich meine, wir haben genug Platz an und für sich. Solange die Monsterfarm nicht an ist, kommt da auch nicht so viel Mist zusammen. Das sind alles 64K-Disketten und auf einigen ist sogar leer, also da haben wir noch einiges an Platz. Ich fülle hier nochmal nach. Das heißt, dass ich dann beim nächsten Mal, wenn ich onkomme, auf jeden Fall Gold, Silikon brauche ich. Gold, Silikon und Redstone. Ich möchte dann beim nächsten Mal, wenn ich onkomme, müssten die dann schon fertig sein. Wie gesagt, das kann jetzt eine Woche dauern. Komm, den machen wir mal weg. Bis ich das nächste Mal hier onkommen kann. So, und der Rest wird dann jetzt Silikon. Silikon 37.000. So viel wir reinkriegen. So, da ist ja noch einiges drin. Ich glaube, die nehmen wir jetzt einfach mal raus. Die brauchen wir eh jetzt nicht. Gut, dann haben wir das schon mal drin. Das wird jetzt durchlaufen und beim nächsten Mal, bei der nächsten Aufnahme, haben wir dann einfach mal ein paar von den ganz großen. Ich will zwei von den ganz großen und den Rest machen wir dann einfach nur die 254.000, also 256K Storage. Die reichen ja eigentlich auch, aber einfach nur aus Prinzip will ich die großen haben. Weswegen, ich muss jetzt mal gucken, was ist hier? Stromquelle habe ich gemacht, Plutoniumenergie habe ich aufgebaut. Okay, hier ist nichts mehr. Hier ist soweit nichts mehr drauf. Okay, gut. Dann heißt das für mich, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, dass das alles bis dahin fertig ist. Also, haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.